Ein Flugzeugabsturz ist immer eine Tragödie. Gestern starben 43 Menschen, als eine russische Maschine nach dem Start in Jaroslawl, nördlich von Moskau ist das, nahe der Wolga zerschellte. Unter den Opfern befindet sich ein komplettes Eishockeyteam, die Profis von Lok Jaroslawl. Teil der Mannschaft auch der deutsche Eishockey-Nationalspieler Robert Dietrich. Über ein Unglück, das viele betroffen macht, berichten Florian Schiedrich und Silvia Warnke. Die Fans vor der Arena von Lokomotive Jaroslawl können es nicht fassen. Eine ganze Mannschaft, die zu den Opfern zählt. Den Absturz der Jak 42 kurz nach dem Abflug zum Saisonstart überlebten nur zwei Personen. Darunter der Eishockeyspieler Alexander Galimow, der sich mit schwersten Verbrennungen im Koma befindet. Unter den Opfern der deutsche Nationalverteidiger Robert Dietrich. Erst im Juni in die russische Liga gewechselt. Sie gilt als die zweitstärkste der Welt. Es hatte wieder aufwärts gehen sollen mit der Karriere des 25-jährigen deutschen Nationalverteidigers, der zuvor in der DEL in Mannheim und Düsseldorf gespielt hatte. Er war immer gut gelaunt, immer lachende Gesichte und war immer ein sehr guter Typ. Er war beliebt innerhalb der Mannschaft. Ja, wir werden ihn unglaublich vermissen. Die Eishockeywelt unter Schock. Alle Spiele der kontinentalen Hockeyliga wurden sofort abgebrochen. Ihr Präsident Alexander Medvedev erinnerte an die verunglückten Sportkameraden. Wie schwer eine solche Tragödie wiegt, weiß man auch bei Manchester United. 1958 starben bei einem missglückten Flugzeugstart am Flughafen München-Riem 8 Profis. Noch heute erinnert diese Uhr vor dem Old Trafford an die Opfer. In Jaroslawl ist mit Robert Dietrich die ganze Mannschaft des dreifachen Meisters verunglückt. Für einen Neuanfang regte Trainerlegende Viktor Tichonow an, sollen alle Vereine Spieler an Jaroslawl abgeben.